Moin! Heute erkläre ich euch den Unterschied zwischen No-Content, Low-Content und Content-Büchern, wie man sie zum Beispiel für KDP erstellen kann. Da habe ich hier was Kleines vorbereitet, und zwar als erstes kümmern wir uns um die Content-Bücher. Bei Content-Büchern handelt es sich zum Beispiel um Sachbücher oder Fachbücher. Da kann man halt immer was draus lernen oder so einfache Romane, Thriller, Fantasy-Sachen, die halt der Unterhaltung dienen, sind auch Content-Bücher. Ich habe hier als Beispiel, wie erziehe ich meinen Hund, gewählt. Ja, das ist so die umfangreichste Art von Büchern, die man erstellen kann. Und ja, wer Freude daran hat, kann ein Content-Buch erstellen. Als zweites gibt es noch das Low-Content-Buch. Low-Content-Bücher sind dafür gedacht, dass man etwas eintragen kann. Am meisten bekannt und was die meisten vermutlich auch schon verwendet haben, sind einfache Kalender, wo man seine Termine einträgt, damit man auch ja nichts vergisst. Und ich habe hier als Beispiel gewählt, was kann mein Liebling schon, wenn der Hund jetzt schon da ist und man fängt dann an, ihm Tricks beizubringen. Dann kann man das zum Beispiel in einem Foto festhalten oder man schreibt ein Datum auf, wie lange das gedauert hat, bis er das konnte. Und ja, das wäre so ein klassisches Low-Content-Buch. Wenn man sich mit der Nische auskennt, kann man dem natürlich gerne auch noch Tipps und Tricks hinzufügen. So, und als letztes gibt es noch das No-Content-Buch. Dabei geht es hauptsächlich darum, dass man ein schönes Cover entwirft. Klassisch wäre jetzt ein Einhorn-Cover. Also ich suche nach einem Einhorn-Notizbuch und suche mir natürlich dann das schönste und tollste Einhorn heraus, was ich finde. Und wenn es das dann auch noch mit dem passenden Inlay gibt, dann werde ich mir natürlich dieses Notizbüchlein kaufen. Als Inlay-Varianten gibt es hier das Linierte, das Karierte, das Dot Grid und die Blanko-Variante. Das ist so eine schöne Kategorie, No-Content für Leute, die gerade frisch anfangen und erstmal gucken wollen, wie der Upload auf KDP funktioniert. Ich empfehle euch jedoch, sehr früh auch mit Low-Content anzufangen und euch in das favorisierte Programm einzuarbeiten. Ich bin ja hier totales Affinity-Fangirl, aber vielleicht hat der ein oder andere InDesign zur Verfügung und hat da mit vielleicht schon ein bisschen Ahnung oder hat Lust, sich da einzufuchsen. Ja, da empfehle ich auf jeden Fall das Low-Content, sich damit auszuprobieren. Und mir macht es viel Spaß und ich hoffe, ihr werdet auch eure Freude daran entdecken.